Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Heute habe ich mal wieder ein Singbau-Set für euch, und zwar die Singbau XB01121. 287 Teile hat dieses Set, gehört zur Great Tang Dynasty-Reihe und es handelt sich hier um die alte Bücherei. Die Verpackung wirkt auf den ersten Blick sehr, sehr groß für die kleine Teileanzahl, aber da kann man sich ja auch täuschen. Das werden wir später herausfinden, ob sich hier drin sehr viel Luft befindet. Auf den ersten Blick würde ich sagen, ja, da wird einiges an Luft drin sein. Auf der Rückseite sehen wir dann nochmal die gesamte Reihe, denn es gibt hier mehrere Häuser und wir haben unten noch ein paar Detailaufnahmen eben von diesem Set. Ansonsten bin ich auf jeden Fall sehr gespannt auf dieses kleine Häuschen. Wir können es ja auch mit dem Open Brick Set vergleichen, was ich hier vorgestellt hatte, und zwar dem Coffee Shop. Das ist eine ziemlich ähnliche Größenordnung und ich bin wirklich gespannt, ob mich dieses kleine Singbau Set hier genauso abholen kann wie das von Open Bricks. Ich hoffe natürlich das Beste, packt das Ganze dementsprechend jetzt auch mal aus und deshalb sehen wir uns jetzt auch auf meinem Bautisch wieder. Und im Umkarton finden wir noch diesen inneren Karton. Ich habe schon bei den Außenaufnahmen, die ihr gesehen habt, mir gedacht, oh Mann, in der Packung, das ist sehr luftig, da ist alles drin rumgeflogen. Aber das Aufmachen hat diese schlechte Vorahnung nochmal um einiges getoppt. Ich meine, das hier liegt relativ luftig. Das ist der Raum, den es ungefähr brauchen würde und man hat immer noch etwas Luft drin. Dann haben wir hier die Open Bricks Packung. Das ist ein Set, hat eine ähnliche Größe, ähnliche Teileanzahl. Bei diesem Set habe ich schon gesagt, dass die Packung etwas groß ist. Die passt nochmal locker mit rein. Und dann haben wir hier immer noch Luft. Also das ist ganz, ganz großer Mist und grenzt meiner Meinung nach an Betrug. Und selbst wenn es das jetzt rein rechtlich nicht ist, ist es auf jeden Fall moralisch ganz großer Mist, weil hier Kunden auf jeden Fall irgendwo hinters Licht geführt werden durch so eine Verpackungsgröße. Und auch ökologisch ist es ganz großer Mist. Wenn wir uns überlegen, das Zeug kommt aus China zu uns, das ist auf einem Containerschiff meistens, diese Packung könnte locker mit einem Drittel der Größe auskommen. Das heißt, überspitzt gesagt, wenn drei Containerschiffe nur mit diesen Sets nach Europa kommen würden, würde bei der realen Setgröße ein Schiff reichen. Das ist ganz, ganz großer Mist und sowas muss man auf jeden Fall ansprechen. Davon abgesehen haben wir natürlich die Steinetüten drin. Über die Qualität reden wir wie immer, wenn es dann soweit ist. Und wir haben hier so eine kleine Anleitung dabei. Die ist klammergebunden. Die Papierqualität ist auf jeden Fall gut. Das ist ein schönes, dickes Papier. Es wird verblasst dargestellt, was schon gebaut wurde und was neu gebaut wird, wird in Vollfarbe dargestellt. Meine persönliche Lieblingsversion, wir haben hier schön gestaltete Teile und Baukästchen, die eben auf diesen chinesischen Style angelegt sind. Und es sind insgesamt 26 Seiten, auf denen wir hier bauen. Eine Teileliste habe ich leider nicht in der Anleitung für euch. Und auf der Rückseite sehen wir nochmal ein paar Sets aus der Reihe. Also ich muss sagen, durch diese Luftpackung hier ist meine Laune schon ein wenig getrübt. Ich weiß auch nicht, ob ein Hersteller sich hier einen Gefallen tut, wenn das Bauerlebnis von seinen Kunden mit so einem Dämpfer anfängt. Trotzdem hoffe ich natürlich, dass das Set sonst etwas kann. Und dementsprechend fange ich jetzt an zu bauen und wir sehen uns dann gleich während des Baus wieder, reden über die Steinequalität, reden über die Anleitung und das Design. Und ganz am Ende gibt es wie immer eine Kaufempfehlung oder eben nicht Kaufempfehlung. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Review. Und wir sehen uns nach dem ersten Bauabschnitt wieder. Bisher muss ich sagen, ist der Bau relativ langweilig gewesen. Beim Open Bricks Set haben wir ja sehr viel Inneneinrichtung gebaut und dafür den Boden relativ einfach gefliest. Bei diesem Set ist es so, dass wir den Boden relativ aufwendig fliesen mit sehr vielen Steinen und dass wir auch die Mauern aufwendiger bauen und dafür die Inneneinrichtung zwar existent ist, aber bei weitem nicht so aufwendig wie beim Open Bricks Set. Ich muss sagen, das hat beides seinen Reiz. Was ich aber vor allen Dingen faszinierend bei diesem Set finde, ist die Steinequalität. Ich habe nochmal so eine gelbe Fliese hier weggenommen. Und jetzt kann man hier das Spiel spielen, wie bei diesem Blatt, wo auf der Vorder- und Rückseite drauf steht, bitte wenden, finde den Angusspunkt. Und ihr seht schon, das Spiel kann man sehr lang spielen, weil man findet den Angusspunkt einfach nicht. Das sind wirklich Top-Steine von Singbau. Die Verbaubarkeit ist auch sehr gut. Die Klemmkraft ist hoch und auch das Zusammendrücken geht ein bisschen schwerer als bei anderen Herstellern.
Aber es ist nicht so, dass die Steine störrisch sind. Das Einzige, was an den Steinen nicht so gut ist, ist leider die Farbtreue im Weiß. Aber das ist ja ein altbekanntes Problem durch alle Hersteller hindurch. Hier haben wir übrigens noch ein Print dabei. Und man könnte ja denken, man kann hier die Türen öffnen. Diese sind aber nicht zum Öffnen richtig gedacht, denn sie schlagen hier hinten an. Und deshalb ist das leider nur Deko. Also bis hierhin ist es durchaus ein spaßiger Bau gewesen, obwohl ich mit dem Open Bricks House sogar noch ein wenig mehr Spaß hatte. Ich öffne jetzt auf jeden Fall die Tüten für den zweiten Bauschritt und dann sehen wir uns gleich mit dem fertigen Set wieder. Und damit ist die Singbau XB01121, die kleine Buchmacherei, auch schon fertig. Es sind noch zwei Prints dazugekommen, einmal da hier oben, das ist auch ein anderer als hier unten, und diese Fahne ist noch bedruckt. Wir haben natürlich noch einen oberen Stock gebaut, hier vorne noch ein bisschen Grünzeug hingebaut und das ist es im Wesentlichen. Die Steinqualität war weiterhin top, also da riesigen Daumen nach oben. Über das Design kann man meiner Meinung nach streiten. Es ist jetzt nicht hässlich, aber ich finde, es ist auch nicht die Riesenschönheit. Wir haben deutlich weniger Inneneinrichtungen als beim Open Bricks House, was ich vorgestellt habe, aber auch ein paar kleine schöne Details sind trotzdem drin. Wundert euch auch bitte nicht, dass hier eine silberne Fliese drin ist. Dort sollte eigentlich eine braune sein, die hat mir aber gefehlt. Das kann ich aber in dem Fall nicht aufs Set schieben, denn wie ihr wisst, da sagt ja auch mein Kanalname, ich habe Wellensittiche. Und die können nichts für die Dummheit des Besitzers, der mit der Familie so 2-3 Stunden draußen im Garten war und gemütlich gegrillt hatte und hier leider einige Steine unbeaufsichtigt liegen lassen hat, die ich dann, sagen wir mal so, alle vom Boden aufheben konnte. Gut. Ganz ehrlich, so eine kleine 1x1-Fliese, wenn die so einen Wellensittich im Schnabel hatte und hat die vielleicht ins andere Ende des Zimmers geschafft, da kann das Set nichts dafür. Ich möchte dem Set nicht unterstellen, dass sie gefehlt hatte, weil ich sogar schwören könnte, ich habe sie beim Auspacken der Tüte gesehen. Dementsprechend, ich denke, da kann Singbau in dem Fall echt nichts dafür. Eine Stellungnahme dazu? Von Ihnen? Von Ihnen? Nein? Okay. Also, das ist ein kleines Haus. Man erwartet da jetzt natürlich keine riesigen Quantensprünge. Der Bau war super einfach, das geht insgesamt in 20 bis vielleicht 30 Minuten von der Hand. Aber mir gab es insgesamt zu wenige Highlights in dem Bau. Und wie gesagt, meine persönliche Präferenz ist, dass das Set aussehensmäßig zwar okay ist, aber jetzt nicht super schön. Cool ist natürlich, dass wir die drei Prints drin haben. Damit ist das Set voll geprintet. Und deshalb, wem das vom Aussehen gefällt, ist das auf jeden Fall eine Empfehlung. Dann kann man nicht viel falsch machen mit einer tollen Steinequalität und vollen Prints. Wer natürlich eher auf europäische Gebäude steht, der wird sowieso nicht auf die Idee kommen, dieses Set zu kaufen. Mich stören halt wirklich so ein paar Sachen drin, wie dass man hier unten die Türen angedeutet hat, sie aber nicht richtig öffnen kann. Anderen Leuten ist das vielleicht egal, wenn sie es sowieso nur in eine Häuserreihe stellen und niemals dort die Türen öffnen würden. Auch für dieses Set wird immerhin, genauso wie für das Open Bricks Set, in Deutschland ein Preis von 10 Euro aufgerufen. Aber das ist eben für die Teileanzahl nicht günstig. Es ist auch nicht teuer, aber es ist nicht so günstig, wie man es sonst von China-Steinen gewöhnt ist. Von meiner persönlichen Präferenz aus würde ich dafür nicht unbedingt eine Kaufempfehlung rausgeben, aber es gibt sicherlich auch genug Fans, die mit diesem Set Spaß haben und man kann dann von handwerklicher Seite der Steine nichts bemängeln. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinungen und Gedanken zu diesem Set in die Kommentare schreiben, auch gern zu der Reihe, würde mich sehr interessieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, haut rein, euer Valleybrick.